Moin moin miteinander und herzlich willkommen. Es ist Nacht geworden in Neverwinter. Aber keine normale Nacht. Es ist die Nacht der Preisung Liras. So, hier sitze ich auf meinem Thron. Mit dem Schattendrachen. Das ist übrigens der Schattendrachen. Ja, ich glaube, er sieht so aus wie der Schattendrachen vom Flussviertel. Vom Endkampf beim Flussviertel. Ja, und ich sitze auf diesem Thron im Garten des Beschützers und rede jetzt über die Preisung Liiras. Was hat's damit auf sich? Ich habe übrigens noch einen anderen Thron. Den Thron des Spielleiters. Ja, auch nicht schlecht, ne? Na gut. Okay. Na, komm schon. So, genug gespielt. Ich möchte den Thron abschalten. Macht er gerade nicht. So. Gehen wir mal zum Eventplatz. Und dann stelle ich mal die Preisung Liiras vor. Ein kleines Event. Das letzte Event habe ich ja eher zum Ende vorgestellt. Dies ist jetzt, naja, fast gerade angefangen. Nicht ganz, aber fast. Ihr seht hier viele Feuerwerkskörper. Einige von euch werden die bestimmt zum ersten Mal sehen, einige nicht. Ein Tag der Freude. Ein Tag der Freude, genau. Preisung Liiras. Was hat es damit auf sich? Lira ist die Göttin der Freude und Glückseligkeit, des Friedens und der Freiheit. Dieses Jahr hat sie uns erneut gesegnet. Um dies zu feiern, hatten wir ein einwöchiges Feuerwerk geplant. Leider ist ein Großteil des professionellen Feuerwerks, das wir erhalten sollten, verschwunden oder gestohlen worden. Daher benötigen wir eure Unterstützung. Gegner, die ihr bekämpft, können unter Umständen professionelles Feuerwerk fallen lassen, das sie von unseren Lieferungen gestohlen haben. Jede halbe Stunde könnt ihr während des Wettbewerbs lasst den Nachthimmel aufleuchten, dieses Feuerwerk in die Mörser in der Nähe des Marktplatzes platzieren. Womöglich könnt ihr während des Wettbewerbs lasst den Nachthimmel aufleuchten, vereinzelt auch Kisten mit Feuerwerk in der Protectors Enclave finden. Je mehr Feuerwerk ihr platziert, desto größer wird eure Belohnung ausfallen. Wenn der Wettbewerb zu Ende ist, kommt zu mir zurück, um Zeichen der Gunst von Lira zu erhalten. Kommt jeden Tag für weitere Zeichen zurück. Genau, jedes Mal, wenn man das macht, also diese Quest, man darf sie einmal pro Tag machen, bekommt man 2 Liiras Gunst. Ich vermute, man kann sich noch auf andere Art und Weise Liiras Gunst besorgen, denn die braucht man, um in diesem Laden einzukaufen. Und das teuerste ist hier der Sternenpanther für 25 Liiras Gunst. Und ich glaube, das Event läuft noch 6 Tage, also das würde man nicht zusammenbekommen, schnell genug. Oder Liiras Glocke. Ne? Aber glücklicherweise kann man Liiras Glocke und den Sternenpanther auch im Auktionshaus kaufen. Und ich glaube, mittlerweile dürften die nicht mehr teuer sein. Wir können ja mal gucken. Reittiere. Stern. Sternpanther. 42.900. 43.000. Naja, okay. So günstig ist er nicht, aber wirklich teuer ist das auch nicht. Also, das ist ein Betrag, den kann man relativ schnell zusammenbekommen. Okay, was hat's nun, was sollen wir jetzt tun? Also, ihr seht hier dieses Feuerwerk. Wir sollen Feuerwerk sammeln. Und dieses Feuerwerk sollen wir dann hier unten platzieren. Je mehr man hier platziert, umso größer wird dieser Haufen. Und umso spektakulärer dann das Feuerwerk, das man sieht, wenn dieser Haufen gezündet wird. So. Ne, am Wettbewerb lasst den Nachthimmel aufleuchten, teilnehmen. So. Das Feuerwerk ist noch nicht bereit. Na gut. Wann läuft denn das nächste Mal der Wettbewerb? Beginnt in 10 Minuten. Okay. Also, Wettbewerb beginnt jetzt in 9 Minuten. Dann muss man also Feuerwerk sammeln und hier platzieren. Und je mehr man hier platziert, umso toller dann die Belohnung, die einen erwartet. Und nicht nur das. Man bekommt nicht nur eine schöne Belohnung, sondern das ganze Feuerwerk wird dann hier in den Nachthimmel abgeschossen. Man kann dann hier so ein tolles Feuerwerk sehen. Und je mehr hier liegt, umso toller das Feuerwerk dann später.
Okay. Ich würde mal sagen, da das ja jetzt in 9 Minuten erst losgeht, werde ich einen kleinen Cut machen und in 9 Minuten zeige ich euch dann tatsächlich, wie das ganze Feuerwerk aussieht. Ne? Und wo man dann, wo man sammelt und wo man dann hier das Ganze ablädt. Okay, was können wir in der Zwischenzeit machen? In der Zwischenzeit, na, ich werde mich schon irgendwie vergnügen in der Zwischenzeit. Jetzt machen wir erstmal den Cut bis zu dem Wettbewerb. So, wir sind zurück. Jetzt läuft der Wettkampf gerade. Also er hat gerade angefangen, wie man hier sieht. Ne? 9 Minuten verbleibend, also er läuft 10 Minuten. Und das allererste, was ich jetzt mache, ist, ich werde Instanz wechseln. Warum mache ich das? Je weniger Leute in der Instanz, umso besser für einen selbst. Also in der jetzigen sind 16 Leute drin. Ich gehe mal hier rein, in die, wo 3 Leute nur drin sind. Denn man muss ja sammeln und alle anderen Leute sammeln mit. Und je weniger Leute in der Instanz, in der man sammelt, umso mehr bleibt für einen übrig, ne? Ganz logisch. Also, worum geht es? Da wir jetzt ja hier schön alleine sind, oder fast allein, bleibt fast alles für uns. So, hier ist der Hauptplatz. Hier wird gleich gesammelt und da muss ich jetzt bereits ein bisschen was ablegen. So. Platziere 10 professionelle Feuerwerkskörper. Das machen wir doch glatt. Zack. Und wir haben platziert. Und wir haben noch einen platziert. Und wir haben noch einen platziert. So, jetzt haben wir also 12 platziert. Das sieht man hier. Ne? Wir haben 12 Punkte. Pro Feuerwerk gibt es 1 Punkt. Und wo kriegt man das Feuerwerk her? Naja gut, das ist hier in der gesamten Stadt so ein bisschen versteckt. Ne? Ich kenne die Plätze schon. Weil ich... Na, okay, hier hat jemand gerade abgeräumt. Hier ist normalerweise eins. Da ist normalerweise eins. Hier hinten ist normalerweise eins. Ah, hier. Der hat das wahrscheinlich alles gerade abgeräumt. Dann mal gucken, ob die anderen Plätze auch abgeräumt sind. Da unten zum Beispiel. Das hat er nicht abgeräumt. Er kann auch gar nicht alles abräumen. Denn, wenn man hier sammelt, man kann nur 5 auf einmal tragen. Ne? Jetzt laufe ich mal hier lang. Hier vorne ist auch eins. So, gleich kommt das nächste, wenn es nicht bereits abgesammelt wurde. Na, dieser Hartmann hat sich scheinbar auch eine leere Instanz gesucht, um alles selber absammeln zu können. Aber es müsste genügend für alle übrig sein, wenn nicht so viele Leute drin sind. Hier haben wir noch ein spektakuläres Feuerwerk bekommen. Das brauchen wir nicht. Das können wir gleich so verschießen in den Nachthimmel. So, hier oben ist eins, aber da kommt man irgendwie nur schwer ran, richtig? Außer Sicht. Okay, lassen wir das. Es gibt genügend andere Plätze. Zum Beispiel auf dem Marktplatz. Hier rechts beim Siegelhändler ist normalerweise eins, jetzt gerade nicht. Ist eins. Seid ihr schon einmal in Lasken gewesen? Na, komm schon. Es scheint doch in letzter Zeit wieder rum. So, wie viel haben wir gesammelt? Wir haben 4. Eins brauchen wir noch. Zum Glück kenne ich sehr viele Plätze, die man so absuchen kann. Aber ich habe das Event jetzt auch schon, glaube ich, 4-mal gemacht. Ne? Da oben, hier, da. Seht ihr auch noch eins? Also wie gesagt, wenn man die Stadt einmal so durchläuft, man findet sehr viel. Wenn man 5 gesammelt hat, kann man keine weiteren mehr aufnehmen. So, man muss die also hier abliefern und kann dann die nächsten 5 sammeln. So, 5 Minuten haben wir noch.
Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viel los ist. Ich habe extra jetzt eine leere Instanz gesucht, damit wir alles für uns haben, aber... Hier sind ein paar echt pfiffige Sammler gerade, die auch die gesamten Orte kennen und alles abräumen. So, hier ist auch abgeräumt. Da unten. Natürlich respawnen diese Kisten auch. Also theoretisch könnte man auch an einer Stelle einfach nur stehen bleiben und warten, bis sie respawnt, aber es dauert halt auch ein bisschen, ne? Und dann ist das ja ein bisschen langweilig auch. So, noch 4 Minuten. Gucken wir mal, ob die hier respawnt sind mittlerweile. Ja, hier oben. So, hier auch. Die kann ich jetzt nicht aufnehmen. Wie ihr seht, ne? Ich habe 5 gesammelt. Die muss ich liegen lassen. So, zack. Und ich platziere wieder. Ich habe Rang 3. Okay. 22 Dinger habe ich gesammelt. 4 Minuten bleiben noch. So, hier müsste eigentlich eine sein, wenn sie nicht weg ist. Da, ja. Gucken wir mal, ob die noch da sind oder ob mittlerweile jemand hier war. Nein. Um übrigens die Quest abzuschließen, braucht ihr im Grunde genommen, wenn ich mich nicht irre, nur ein einziges Feuerwerk auf diesem mittleren Platz abzulegen. Na? Und dann bekommt ihr schon die beiden Liiras Gunst. So, das Ding ist weg. Wenn ihr also nicht hier so rumlaufen wollt, wie verrückt, sondern nur an Liiras Gunst interessiert seid, dann genügt euch eine Kiste, die legt ihr hin in der Mitte und habt die Quest damit erledigt, sobald das Event durch ist. Na, also sobald die 10 Minuten vorbei sind. Noch haben wir 2 Minuten über. So, hier oben... So, haben wir 5? Ich vergesse mal mitzuzählen. Ah, komm schon. Nachdem wir das Feuerwerk gesehen haben, also ich vermute, wir werden jetzt kein allzu spektakuläres Feuerwerk sehen, aber nachdem wir es gesehen haben, werde ich euch dann auch mal zeigen oder sagen, vielleicht werde ich es auch zeigen, aber mal gucken. Mit Sicherheit nicht in dieser Folge. Aber ich werde euch auf jeden Fall dann sagen, wie ihr Platz 1 macht. Okay, da oben komme ich nicht ran. Denn das Blöde ist, man hat hier natürlich sehr viel Konkurrenz auf der Karte, ne? Die ganzen Leute sammeln hier das Feuerwerk. Und man kann nur 5 sammeln. Und dann muss man wieder zurück. Ah, 1 verpasst. Ach, Arwen! Unglaublich, Arwen! Arwen ist, ja, heißt Tito. Ist ein Kumpel von mir. Und Tito macht gerade einen Livestream. Also wir werden ihn, nachdem das Ganze hier durch ist, mal ein bisschen begleiten. Er macht jetzt gerade, also jetzt in diesem Moment, einen 12-Stunden-Livestream. Ist jetzt Stufe 37. Ist jetzt Stufe 37. Und da ein, also gleichzeitig ein Doppel-Erfahrungsevent läuft, wollte er mal gucken, wie weit kommt er, wenn er einen Charakter von Stufe 1 bis Stufe 60 spielt. Ne, das heißt, jetzt hat er gerade... Er hat um 12 Uhr angefangen. Also 1 Stunde 39 Minuten macht er das gerade. Und ist bereits bei Stufe 37. Ne? Gar nicht schlecht.
Gar nicht schlecht. So, jetzt platzieren wir uns mal hier in der Mitte. So. Damit wir auch das Feuerwerk sehen können. In 7 Sekunden geht's los. Gibt's einen besseren Platz, um sich zu platzieren? Ich glaube nicht. Das ist schon der beste Platz. Was haben wir eigentlich bekommen? Wir haben bekommen... Na gut, wir sind mit Rang 3. Der Beste hat 104. Na, wir haben bekommen 2x Feuerwerk. Nicht viel. Kupfer. Ja, da der eine über 100 hatte, vielleicht gibt es doch ein besseres Feuerwerk als nur mittelmäßig. Aber... Nee. So richtig toll war das ja nicht, ne? War so ein mittelmäßiges Feuerwerk. Also, je mehr man sammelt, umso voller wird übrigens dann auch der Platz hier. Der. Irgendwann ist er richtig voll mit Feuerwerk. Ein riesen Berg. Und es gibt halt... Also ab einer bestimmten Menge... kommt halt ganz am Ende noch so ein Spezialeffekt. Ein Spezialeffekt. Erinnert ein bisschen an Herr der Ringe. Und ich glaube, in meinen ganz, ganz alten Videos zu... Preisung die Iras, da habe ich das dann auch mal gezeigt, wie das dann aussieht. Okay, jetzt meine kleinen Tipps. Also, wenn ihr Rang 1 machen wollt, sowas wie hier der Herr Hartmann, ne? Er hat 100 Stück gesammelt. Und ihr habt gesehen, wir haben 20... Wie viel haben wir gesammelt? Ich glaube, 30 haben wir am Ende gehabt, ne? 30. Und wir waren ja nicht wirklich langsam. Wir sind überall rumgelaufen, haben gesammelt, abgegeben, gesammelt. Wir waren bei 30. Wie schafft er es also, 100 zu sammeln? Das geht folgendermaßen. Außerhalb der Protectors Enclave droppen die Monster... jetzt in den nächsten 5 Tagen und 2 Stunden ebenfalls dieses professionelle Feuerwerk. Und außerhalb der Protectors Enclave stapelt sich dieses, nicht das spektakuläre, wir können das mal verschießen ein bisschen, ne? Da stapelt sich das also auf mehr als 5. Wenn wir hier sammeln, in der Protectors Enclave, können wir höchstens 5 sammeln auf einmal und müssen zum Hauptplatz, um das abzugeben. Wenn wir das außerhalb der Protectors Enclave sammeln, indem wir Monster besiegen, können wir mehr als 5 sammeln. Wir können 10 sammeln, 20, 100, wie viel wir wollen. Und deshalb mein Tipp, wenn ihr mal Platz 1 machen wollt und so ein spektakuläres Feuerwerk erleben wollt, dann sammelt außerhalb der Protectors Enclave und macht an diesem Event nur in minimalem Maße mit. Also um diese Preisung Liiras, Liiras Gunst, das wollte ich sagen. Ne? Also Liiras Gunst bekommt ihr ja, wenn ihr auch nur minimal spendet. Also ein oder so, ne? So. Also macht, wenn überhaupt, nur mit in minimalem Ausmaß. Und sammelt. Außerhalb der Protectors Enclave. Und wenn ihr dann 100 habt oder 200 oder 300, dann kommt zurück, macht einmal mit und dann habt ihr auch Rang 1. Ne? Nehmt euch eine Instanz, die sehr leer ist und beobachtet das Event auch mal ein bisschen. Wenn da ein anderer ist, der das gleiche machen will wie ihr und dann schon gleich 100 von diesen Feuerwerken reinpackt auf den Haufen, dann wäre es vielleicht nicht so gut, da ebenfalls 100 drauf zu packen. Ne? Guckt ein bisschen und wenn am Ende dieses Events, also dieser 10 Minuten, der an Platz 1 stehende vielleicht 30 hat oder 40 oder 50, dann packt 100 drauf. Ne? Und dann habt ihr Platz 1. So. Okay, so viel zu diesem Event. Spektakulär ist es nicht, es ist eher so ein Event, das zwischen den Events ist. Und zwar, ich gehe nochmal in den Kalender, wie ich es in letzter Zeit öfters mal gemacht habe. Dieses Event ist jetzt zwischen... dem Jubiläum des Beschützers gewesen. Oder es ist zwischen dem Jubiläum des Beschützers. Das war ja ein ganz witziges Event. Und zwischen dem Sommerfest. Also am Ende dieses Events
fängt das Sommerfest dann hier. Und das wird dann natürlich ein Riesen-Event. Ne? Dazu werde ich dann auch ein Video machen. Das Sommerfest macht richtig Spaß, genauso wie das Winterfest. Ne? Das sind so zwei Höhepunkte im Jahr in Neverwinter. Okay. Gut, ein bisschen Zeit haben wir theoretisch noch. Ich würde mal sagen, wir werden also ein paar Minütchen noch Tito verfolgen. Aber vielleicht nicht mit dem Trickster-Schurken, denn er ist ja Stufe 37, ne? Ich werde also mal kurz umswitchen auf meinen Waldläufer und dann werden wir der Frau Arwen, die von Tito gespielt wird, mal hinterherlaufen und gucken, was die denn so macht. Wenn ihr seinen Stream verfolgen wollt, ist vielleicht interessant mal zu sehen, wie man einen Charakter von Stufe, naja, jetzt 37 war er ja, 37 bis, naja, wer weiß wohin. Ich weiß ja nicht, wo er landet nach 12 Stunden. Er wird noch bis 24 Uhr streamen, hat er gesagt, auf YouTube. Den Link werde ich unter dieses Video posten. Ich werde es vielleicht auch im Video einblenden, wenn ich das hinkriege. Und dann könnt ihr ja mal drauf gehen und gucken, wie er dann seinen Waldläufer hochspielt und wo er dann um 24 Uhr landet. Ne? Könnte ja vielleicht interessant sein für den einen oder anderen. Gut, jetzt switche ich erstmal um und dann sehen wir uns gleich hoffentlich in der Nähe von Tito wieder und dann laufe ich ihm ein bisschen hinterher. Stank des Untoten macht sich in den Avon Downs breit. So, jetzt sind wir hier mitten in Avon Downs und vor uns ist Arwen, eine kleine Waldläuferin. Und wir werden sie jetzt irgendwie 5 Minuten oder so mal verfolgen und gucken, was sie so macht. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr, naja, Arwen dann auf YouTube weitergucken bis 24 Uhr. Ne, wir sind in Avon Downs. Ich weiß nicht, ob ich helfen soll. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich frag mal lieber. Na, jetzt schreibt er mir wohl. Gerne. Okay. Na gut. Okay. Ich lasse ihm immer den ersten Schuss. Nicht, dass ich ihm die ganzen EP wegnehme, ne?
Ich könnte natürlich auch vielleicht einen ganz, keinen echten Bogen nehmen, sondern nur so einen... Oh, ich habe leider mein... Ach so, die Mobs, okay. Okay, alles klar. Mobs darf ich töten, sagt er. Aber ich könnte Folgendes machen. Der Bogen macht so gut wie keinen Schaden. Und die Klingen auch nicht. Wo ist er hin? Da ist er hin. Nimm einen Heiltrank, mein Freund. Oha. Also ich glaube, mit diesem Stufe 1 Bogen kann ich ihm wirklich helfen, weil ich da nicht mehr so viel Schaden mache. Na? Ah, er ist am Pilz sammeln. Okay. Na, hier ist noch ein Pilz. Das war's. Und der Pilz? Hier. Magischer Pilz. Hier ist noch ein magischer Pilz. Ach toll, da habe ich getippt. Und er ist ausgebüxt. Ah, da ist er. Juhu! Okay, jetzt sind die Grüfte dran. Für die liebe Arwen. Aber da können wir nicht rein. Da haben wir die Quest nicht für. Dann sage ich mal Tschüss für ihn. Danke für die Hilfe. Gerne, gerne. Viel habe ich ja nicht gemacht. Ja, wenn ihr ihn verfolgen wollt, auf seinem YouTube-Kanal werdet ihr selbstverständlich sehen, wo er ist. Und dann werdet ihr ihn finden und dann könnt ihr ihm genauso ein bisschen vor der Nase herumtanzen. Okay. Ich sage aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.